Das Büro für Datenschutz und Technologieberatung entwickelt Datenschutzkonzepte und berät bei der Planung von Technikeinsatz. Seit 2005 ist das DTB-Forum für Arbeitnehmervertreter in Berlin ein fester Termin im Kalender. Zum ersten Mal Teil des Programms der Spiros Semites Award. Wir haben es geschafft, 10 Jahre lang so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Gleich der zweite ist eben sozusagen der Grund, einige von diesen Betriebsräten, die eben auch viele Jahre dabei sind, die da viel von dem, was sie nur bei uns gelernt haben, dann auch in der betrieblichen Praxis umgesetzt haben, die wollen wir heute Abend ehren. Eine Preisverleihung für vorbildliche Leistungen im Arbeitnehmerdatenschutz, benannt nach dem ehemaligen hessischen Datenschutzbeauftragten Spiros Semites. Semites verfasste 1970 das weltweit erste Datenschutzgesetz. Insgesamt 3 Betriebe sind von der Jury nominiert worden und sollen nun durch alle Teilnehmer der Veranstaltung gekürt werden. Rechtswissenschaftler Wolfgang Däubler eröffnete den Abend mit einer Vorstellung der Nominierten. Und dann kommt eine interessante Geschichte. Es ist auch natürlich ein Grundsatz drin, dass man löscht, wenn man die Daten nicht mehr braucht. Man kann als Einzelner verlangen, sowieso nach § 35 Bundesdatenschutzgesetz, dass Daten gelöscht werden. Die Betriebsräte der nominierten Betriebe schildern anschließend die Problemlage in ihren Unternehmen und ermutigen die Teilnehmer, sich für ihre Rechte einzusetzen. Zu persönlichen Angelegenheiten, wer welche Verhältnisse hatte. Zum Beispiel, es wurden Krankheitsgeschichten gefunden in den Akten, Dokumente, Geburtsurkunden, Sterbeurkunden, Eheurkunden, also Krankenscheine von vor 20 Jahren, also alles solche Sachen. Und wir haben dann eben auch wieder mindestens ein Jahr drum gekämpft, bis es dann soweit war, dass Kaufland eingeknickt ist und die Daten eben gelöscht hat. Nach dem Essen folgt die Preisverleihung, moderiert durch den Netzaktivisten Padde Luhn, der durch seine ironisch-komische Art den Abend abrundete. Und Padde Luhn wird jetzt die Preisträger bekannt geben. Sie haben durch Ihre Arbeit gezeigt, dass es möglich ist, in den Mühlen des Alltags das Besondere zu leisten. Und das auch dann, wenn einem der Verstand sagt, dass dieses Besondere eigentlich der Alltag sein sollte. Mögen uns also diese 3 jetzt hier auf der Bühne geehrten Beispiele und auch alle anderen, die entsprechend arbeiten, Mut machen für das Weiterkämpfen. Der Angriff auf unsere Grundrechte und unsere Menschlichkeit sind keine Windmühlenflügel. Wir sind nicht Don Quixote und Datenschutz ist nicht unser Pferd Rosiante. Und ich möchte hinzufügen, dass die fachliche Hilfe eher DTB heißt und nicht Sancho Panza. In diesem Sinne einen schönen Abend noch. Das Ergebnis der Veranstaltung ist Ermutigung. Die 3 Preisträger des Spiros Semites Award haben gezeigt, was es zur Verbesserung der Situation in den Betrieben bedarf. Sie haben außerdem bewiesen, dass Erfolge nicht ausgeschlossen sind. Auch nächstes Jahr wird der Award 3 vorbildlichen Betriebsräten überreicht. Zögern Sie nicht, der Jury Ihre Errungenschaften vorzustellen und bewerben auch Sie sich.